Hallo und herzlich willkommen zu meinem. Ja, heute ist Mittwoch, oder? Doch, heute ist Mittwoch, ja, Mittwoch. Ja, Mittwoch. Zu meinem Mittwochsvideo und ja. Ihr merkt, bin ich wieder etwas leiser, bei mir ist es gerade wieder mal bergabwärts gegangen. Und ja. Darüber wollte ich heute mit euch reden, aber was vor allem mir wichtig ist, ist, ich bin wieder auf meinem Kanal. Ich habe meinen Hasen wieder aus dem Kanal rausgedrängt. Klein Leo hat sich ja auch letztes Mal schon entschieden, dass ihm Ballspielen wichtiger ist als mein Kanal. Ja, aber ich hoffe, er war so eine einigermaßen vertretbare kleine Vertretung für mich. So heißt es Wort, glaube ich. Könnte sein. Also, auf jeden Fall ist er ein Wildfang. Ja, das ist er. Aber egal. Was ist passiert? Wie geht's mir aktuell? Was mache ich jetzt? Und was habe ich daraus gelernt? Wollen wir mal diese drei Fragen beantworten, nach und nach. Also passiert ist Folgendes. Die letzten Wochen und so ging es mir immer noch nicht so ganz gut. Also ich war immer noch sehr leise, hatte eine dünne Stimme. Ich war nicht ganz fit. Man könnte sagen, ich war so bei 70% wiederhergestellt und habe dann eben aufgrund von vielen Ereignissen, vielen Kleinigkeiten und auch durch Zuspruch einigen Personen, habe ich mich dann entschieden, ich gehe jetzt in einen Einkaufsladen, der viel größer war als den ich gewöhnt bin, wo viel mehr los war, als ich gewöhnt bin, wo mehrere kleinere Läden drin waren und der auch sehr viel heller und so alles war. Und ja, und was ich dann schon auf dem Weg dorthin gemerkt habe, war im Auto ungefähr, wo ich schon den Laden sehen konnte, hatte ich schon richtig gemeine Kopfschmerzen. Und da habe ich ja schon überlegt, kommt es vom Wetter kommen, kommt es von irgendwas. Dann habe ich mal ein paar Minuten so die Augen zugemacht, um zu gucken, gehen die Kopfschmerzen weg. Und dann sind sie auch weggegangen. Ein Tipp, falls jemand mal so, das hilft so nicht mir, wenn man unterscheiden will, sind es Kopfschmerzen oder sind es Eindruckkopfschmerzen, hey, dann kann es helfen, die Augen zuzumachen, und zwar für eine längere Zeit, und dann zu gucken, ob die Kopfschmerzen weggehen oder ob sie noch gleich sind. Wenn du da hochgehst, dann war es das mit dem Rennleben. Entschuldigt. Entschuldigt. Ja. Und dann war es eben so, dass die Kopfschmerzen weggegangen sind. Und dann habe ich gewusst, okay, es sind Eindruckskopfschmerzen. Eigentlich bin ich jetzt schon an meinem Limit angekommen gewesen, war aber noch nicht im Laden drin. Und wir sind auch nicht, also wenn ich nur mit meiner Mom losgegangen wäre, wäre ich dann wahrscheinlich wieder nach Hause gefahren. Aber dadurch, dass wir eben auch noch jemanden dabei hatten und wir dann nicht absprechen konnten und so, und es dann eben so gewesen ist, ich gedacht habe, na gut, vielleicht sind auch normale Kopfschmerzen, die so weggehen. Jetzt inzwischen weiß ich, dass es nicht so war. Aber man lernt immer erst im Nachhinein. Und dann habe ich auf jeden Fall, sind wir dann trotzdem reingegangen. Und ich war dann auch, entschuldigt mal, aber ich muss sagen, ich war da echt doof. Da war ich richtig doof, wenn ich es mal nochmal so genau mir gerade überlege. Da kriegst du schon Kopfschmerzen, die dir sagen, es ist zu viel. Ignorierst diese Kopfschmerzen und wunderst dich dann über das, was passiert. Ja. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann trotzdem in den Laden bin. Ich habe dann auch erfolgreich die Sachen, die ich gesucht habe, gefunden. Aber als ich dann daheim war, war es dann erst noch so, dass ich eine ganze Weile ging es. Ich war nur sehr erschöpft. Und dann irgendwann ist mir dann die Sprache weggegangen und ich hatte den Overload. Und das war dann halt schon der zweite in weniger als 5 Wochen. Und der war dann etwas deftiger und hat auch länger angehalten. Und ja, das war auf jeden Fall nicht sehr schön. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe dann auf jeden Fall erstmal für mich so versucht, damit klarzukommen. Also mein Karnickel kommt ja gar nicht klar. Hier, guck mal, Schuh, nimm den Schuh, nimm den Schuh, guck mal hier, den Schuh, den Schuh, den Schuh. Man kann es ja versuchen. Ich habe dann auf jeden Fall versucht, irgendwie mit der Situation klarzukommen.
Und was ich dann auf jeden Fall für mich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass ich bei mir eine. Ich bin gleich wieder da. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Ja, aber ich war gerade bei den Nachwirkungen und dann hatte ich auf jeden Fall den Overload und für mich war das dann irgendwie total doof, weil ich mir gedacht habe, ja, ist schon ewig her. Also es ist nicht so, dass es das erste Mal war, dass ich einen Overload in so kurzer hintereinander reingreifenden Folge hatte, aber es ist halt schon eine Weile her und für mich war es dann halt etwas schwierig, damit klarzukommen, weil ich mir überlegt habe, ist schon schade, weil du dann, ja, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe einen Rückschritt gemacht. Und ein anderer für mich sehr prägender Aspekt war auch, ich habe dann eine gewisse Angst davor entwickelt, nach draußen zu gehen, weil ich mir jetzt jedes Mal gerade Gedanken mache, was, wenn ich dann wieder. Wenn es mich wieder hinnüschelt, könnte man so sagen. Oder was mache ich jetzt, wenn und so weiter. Und ja, gut. Also die Ängste, die ich noch hatte, die ich noch vor 2 Wochen hatte. Naja, also in den Videos, vor Leos Videos, habe ich das erwähnt. Und die Sorgen und diese Ängste, die ich hatte, die haben sich dann eher verstärkt, als dass sie besser geworden sind. Und ja. Was war noch? Was ist jetzt für mich so das, was ich daraus gelernt habe? Zu dem Teil könnten wir jetzt einfach kommen. Ich habe jetzt also daraus gelernt, weil ich hatte schon, bevor wir losgegangen sind, ein komisches Gefühl in der Bauchgegend und habe mich einfach noch nicht wirklich so gefühlt nach dem Motto, jetzt solltest du rausgehen. Und ich habe für mich persönlich gelernt, jetzt mehr auf dieses Bauchgefühl zu achten, mehr darauf zu achten, wie es mir geht, im Sinne von, was ich dann, ja. Was ich für mich möchte. Und ja, es ist jetzt so, dass ich jetzt da viel besser jetzt drauf Acht geben werde, dass ich mir auf jeden Fall Mühe geben werde, auch ein bisschen mehr ein Auge drauf zu bewahren. Und dass, wenn ich das nächste Mal schon, wenn ich zuvor bin oder noch nicht im Laden drin bin und Kopfschmerzen bekomme, dass ich dann gleich sage, jetzt dann lasse ich es lieber, bevor ich dann es mich wieder so hinnüschelt. Aber ich habe auch daraus gelernt, dass ich mich nicht verstecken will und dass ich dennoch jetzt in einem für mich etwas geschützteren Rahmen noch weiterhin nach draußen gehen möchte und dass ich wieder etwas mehr lernen möchte, dass ich vor allem, selbst wenn es noch so sehr raschelt und noch so sehr schwierig ist mit dem Kleppern und dem Tun, dass ich dann dennoch ab jetzt oder auch wenn Hämmer oder Lärm in der Nähe ist, dass ich jetzt dennoch nicht sofort, nur weil ich gerade Angst davor habe, aufgeben möchte. Und das ist für mich dann einfach so eine Sache, die ich jetzt gerade in langsamen Schritten angehen möchte. Und ja, ich gebe mir da jetzt auch mal bis zum Februar, also weißt du, Mama, du musst jetzt nicht so kleppern, bis zum Februar Zeit, um das mal für mich persönlich wieder so einigermaßen ins Lot zu bekommen. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute so erzählen kann. Ich drehe gleich nochmal ein Video, weil ich habe jetzt Redebedarf. ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch so geht, ob ihr das auch schon erlebt habt, so 2 Overloads direkt in kürzester Zeit und wie es euch dann ging. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.greet@outlook.com. In meinem nächsten Video werde ich euch erzählen, wie es mir da so innerlich, wie es bei mir innen drin dabei ausgesehen hat und was für mich so der größte Unterschied war zu den normalen Overloads. Ich kann natürlich immer nur aus meiner persönlichen Perspektive erzählen, aber ja, das würde ich euch einfach gerne erzählen. Also, das war alles bis jetzt. Wir sehen uns wieder. Tschüss.